Dann schon wieder 7 Minuten, In der entschuldige. Straßenbahn nachher beim Bahnhof, wo ich hätte aussteigen müssen, da hat dann die, hat dann, haben dann zwei Frauen mir geholfen und haben auch Beutel genommen, haben mich gefragt, warum ich so viel einkaufe, wenn ich das überhaupt nicht, das kann ja eine Person gar nicht schleppen. Und habe ich denen das eben kurz erklärt, die haben nur mit dem Kopf geschüttelt. Und die haben dann auf die nächste Bahn gewartet und sind dann weitergefahren. Ja, aber wäre die Polizei da morgens nicht nochmal hin mitgekommen, im Jobcenter West, bei den Behinderten war das, ne, in der Mainzer Landstraße, hätte meine Frau wieder gar nichts gekriegt. Und vor Wut hat sie dann diesen Bettelzettel gekriegt, wo sich denn körperlich total übernehmen sollte. Mhm. Also es ist da, es riecht da ganz doll. Und ich sage das nochmal, wenn Polizisten hier noch für uns ermitteln und so, und man denen dumm kommt und ich da bloß was von höre oder erahnen sollte, ist auch was los mit den Beamten oder wo sie denn gerade ermitteln oder so, dann ist was los, ne? Also mir, keiner kommt hier irgendwie einen Polizisten nochmal dämlich oder so, wenn die in unserer Sache unterwegs sind, nur weil die Polizisten vielleicht andere Schuhe tragen oder so, ne? Oder mal eine Mütze aufhaben oder so, ne? Oder da kommt mir keiner, oder einer noch einen Zopf hat oder ein bisschen die Haare mal ein bisschen anders, ne? Also da kommt mir keiner mehr einen Polizisten dämlich, weil, also das ist eine Frechheit. Man setzt sich fürs Gesetz ein und man hat, das muss ich mal überlegen, wahrscheinlich sind die auch drogensüchtig. Man hat so eine Wut gehabt, auf, dass die Polizei dann auch noch kam, wird mal eingeschaltet war, dass man uns 2008 nicht fertig gemacht hat, dass man so eine Wut hatte, Nadja, und die Polizisten dann noch einfach die Wut auf einen Polizisten ausgelassen haben. Ja, und ich möchte auch noch mal dazu sagen, die haben ja auch gar nicht damit gerechnet, dass die Polizei kommt, weil du die ja Polizei ja für dieses für diese Sache überhaupt nicht zuständig ist. Entschuldigen Sie bitte. Sie sind nicht zuständig und sie sind auch nicht ausgebildet worden dafür. Sie sind für den Schutz der Bürger ausgebildet worden. Ja. Und das hatte mir die eine Polizistin ja auch gesagt, dass sie sich da so nun leider überhaupt nicht auskennt, dass sie da sich da auch jetzt erstmal kundig machen muss. Und deshalb hatten diese Täter ja im Jobcenter überhaupt nicht mit der Polizei gerechnet. Und ich habe eben halt nicht mit der Polizei gerechnet, weil es war so abgesprochen. Ich hatte gesagt, ich gehe hin, egal wie ich mich fühle. Und ich werde auf alle Fälle hingehen. Und als die dann da plötzlich durch die Tür traten, war ich doch sehr angenehm überrascht, obwohl mir das auch ein ganz klein bisschen peinlich war, weil man kann sich natürlich vorstellen, der Warteraum ist voll, die Polizei kommt da durch, alles guckt hin, was machen die jetzt wohl? Und dann gehen sie zu Frau Geißler und dann denken sie, ah, die hat was ausgefressen. Nein, sie geben freundlich die Hand, sagen guten Morgen, wie geht's? Ach, schon heute Morgen, schon so früh da. Und als wenn ja, man so den Nachbarn über den Gartenzaun ja, sieht. Ne? Und da wurden mal, die Gesichter dann eben halt genau, immer länger. Ne? Genau. Und überleg mal, was du noch sagen willst, dann möchte ich auch sagen, das ist das, was ich meine. Ne? Also das wussten wir ja damals noch nicht so, das ist unser Behindertenbonus. Und das ist ja auch, was ich meine, dass die so freundlich waren und die Polizei so freundlich waren. Damals dachte sie ja, dass ich behindert bin, meine Frau wohl auch ein bisschen, weil das läuft ja, wir haben ja Angst vor der Stasi oder so, oder bilden uns das ein. Ich weiß nicht mehr genau, was da stand, was wir jetzt von unserem Informanten haben. Aber das ist das, was ich meinte, war, wäre ich denn damals hingegangen als Behinderte, die Polizei wäre mit mir garantiert einmal über den Bahnhof gegangen, wenn ich das gewollt hätte. So nett sind die Polizisten und so nett haben sich damals eingesetzt, dass wir noch was zu essen kriegen. Und auch diese Polizisten sind nicht vergessen, die wir auch namentlich da genannt haben im Schreiben, was wir jetzt nicht mehr machen, die sind nicht vergessen. Nein. Sie haben uns wirklich das Leben gerettet und ich vergesse sowas nicht. Ne? Nein. Auch wenn man da, weil man kann ja jetzt nicht mehr sagen, dass wir sie bestechen, sie sind auch nicht mehr in diesem Revier 4 oder so. Also wenn sie irgendwann in ihrem Leben mal in Not sind und wir noch leben sollten und sie unsere Adressen kriegen oder so, wissen oder so, sie können sich an uns wenden. Das werden wir, ihre Namen werden wir nie vergessen. So wie ich alle anderen Namen immer vergesse, weil sie zu unwichtig sind. Ja, und ich möchte auch nochmal sagen, wie mein Mann bereits sagte, wir sagen natürlich selbstverständlich keine Namen, aber wenn ich einen von den Polizisten mal treffen sollte, dann bekommt er auch einen riesengroßen Kuchen. Warum, wieso, weshalb, das weiß nur mein Mann, das weiß nur ich und das weiß nur er. So. Ja, dann wissen wir, wie der Mann, ne? Ich will dann schon den Kuchengenießer mal grüßen, ja, auf diese Art. Ach, wenn wir sie überhaupt wieder erkennen, wer weiß, wo sie überhaupt gelandet sind in Deutschland, das weiß man ja heute gar nicht. Naja, jedenfalls hat man uns da sehr, sehr geholfen und jetzt haben wir 4 Minuten, jetzt kann ich noch ein bisschen reden. So, jetzt sind wir ein bisschen aus dem Konzept, aber das wollen wir auch nochmal sagen, weil das ist wirklich so, man hängt hier überall drin und macht in aller Ruhe weiter in Frankfurt, man wartet ab, bis noch was passiert. So, jetzt ist